Cyberport präsentiert das Samsung Galaxy Tab 3 8.0. Alle guten Dinge sind drei. Erst testen wir das Galaxy Tab 3 7.0, dann das Tab 3 10.1 und nun ist das Tab 3 8.0 an der Reihe. Bei unserem vergangenen Test konnte das 7 Zoll große Tab 3 trotz mittelmäßiger Ausstattung vor allem durch seinen günstigen Preis punkten. Das teurere Tab 3 8.0 sollte hingegen auch bei der Leistung nun einiges zu bieten haben. Na, dann schauen wir uns das mal an. Das Samsung Galaxy Tab 3 8.0 misst 12,4 cm Breite, 21 cm Höhe und 7,4 mm Tiefe bei einem Gewicht von 312 Gramm. Der Bildschirm ist ein glänzendes 8 Zoll großes Display mit einer Auflösung von 1280 x 800 Pixeln. Im Inneren des Galaxy Tabs arbeitet ein 1,5 GHz Dual-Core-Prozessor mit 1 GB RAM. Der interne Speicher ist 16 GB groß und kann mittels MicroSD um bis zu 32 GB erweitert werden. Samsung setzt seine umweltfreundlichen Verpackungen weiter durch und steckt auch das Tab 3 8.0 in einen recycelbaren Karton. Die Schrift besteht aus Sojatinte, die Verpackung aus Altpapier. Finden wir toll! Das Galaxy Tab 3 8.0 bringt zunächst mal ein optisch neues Design mit sich. Denn zum ersten Mal haben die Südkoreaner dem Tablet einen äußerst schmalen Rahmen gegeben, was dem Produkt sehr kompakte Maße verleiht. So hat es nicht nur eine geringere Abmessung als das Galaxy Note 8.0 mit gleicher Displaygröße, sondern auch ein sehr geringes Gewicht von 312 Gramm. Damit liegt es gut in der Hand und gibt einem ein gutes Haltegefühl. Ansonsten wurde wieder der üblich glänzende Kunststoff mit den abgerundeten Kanten verbaut. An der guten Qualität der Verarbeitung ändert dies jedoch nichts. Daumen hoch! Der 8 Zoll große Bildschirm unseres Testgeräts bietet eine Auflösung von 1280 x 800 Pixeln, was prinzipiell ausreichend ist. Im Vergleich zur Konkurrenz, wie dem Google Nexus 7, ist dieser Wert mittelmäßig. Die Helligkeits- und Farbwerte fallen wie gewohnt sehr gut aus. Wir sagen zusammenfassend, gut gemacht. Bezüglich der Leistung hat Samsung den schon etwas älteren Exynos 4212 Dual-Core-Prozessor mit 1,5 GHz Kerntakt verbaut. Der Arbeitsspeicher beträgt 1 GB. Das Android-Betriebssystem 4.2.2 Jelly Bean läuft zwar flüssig und ohne Probleme, aber wir hätten hier mehr erwartet. Apropos Android. Ergänzt wurde das OS mit der bekannten TouchWiz-Oberfläche, die wie immer eine sehr gute Figur macht. Darüber hinaus wurden einige neue Features übernommen, die bereits beim Galaxy S4 zu finden sind. Darunter fallen beispielsweise neue Einstellungsmöglichkeiten bei der Kamera, die Smart Stay-Funktion, die Remote-Funktion oder Group Play. Des Weiteren gibt es auch noch einen speziellen Reading Mode, womit die angezeigten Texte besser gelesen werden können. Für die Software gibt es den Daumen nach oben. Gesurft wird via WLAN mit Dualband-Technologie, was den Datentransfer beschleunigt. Für die Navigation steht das integrierte GPS-Modul bereit. Über Kurzstrecke funkt es mittels Bluetooth 4.0. Wer außerdem im mobilen Netz surfen will, der kann auf Modelle mit 3G oder sogar LTE zurückgreifen. Insgesamt eine sehr gute Ausstattung. Im Fotobereich hat Samsung auf eine 5-Megapixel-Kamera gesetzt, die sich links oben auf der Rückseite befindet. Für Schnappschüsse im sonnigen Freien reicht die Qualität zwar aus, sollte das Licht hingegen mal nicht so optimal sein, stößt man sehr schnell auf seine fotografischen Grenzen. Ein LED-Blitz ist leider nicht vorhanden. Für Videochats wurde noch eine 1,3 Megapixel Frontkamera verbaut, die für ihren Zweck auch gute Dienste leistet. Die Kameraausstattung ist zusammenfassend mittelmäßig. Mit 4450 mAh Akkukapazität bietet Samsung eine gute Betriebsdauer von bis zu 8 Stunden bei durchschnittlicher Nutzung. Wie immer kann vor allem die Bildschirmhelligkeit dieses Ergebnis maßgeblich beeinflussen. Wir empfehlen daher das Einstellen der automatischen Helligkeitsfunktion, um den Akku zu schonen. Ansonsten ist diese Betriebsdauer ein sehr gutes Ergebnis. Wir fassen zusammen. Das Samsung Galaxy Tab 3 8.0 stellt ein solides Produkt dar. Die verbaute Technik ist prinzipiell ausreichend. Im Vergleich zum kleinen Bruder im 7-Zoll-Format hätte es aber eine bessere Ausstattung verdient.
Das Tab 3 7.0 konnte an dieser Stelle noch mit dem günstigen Preis überzeugen. Das Tab 3 8.0 genießt diesen Bonus hingegen nicht. Daher geben wir 3,5 von 5 Cyberstars.